Die chinesische Wollandkrabbe wurde ungefähr vor 100 Jahren versehentlich, zumindest mutmaßlich versehentlich, hier eingeschleppt und hat sich dann in der Elbe wunderbar verbreiten können. Was ihr hier auf den Bildern seht, ist die Wollandkrabbenwanderung, die wir meistens zweimal im Jahr erleben. Es ist nicht hundertprozentig erforscht, warum sie es tun. Es liegt aber sehr nahe, dass es etwas mit dem Salzgehalt zu tun hat. Umso weiter wir nach Hamburg kommen, desto weiter kommen wir auch Richtung Nordsee. Und daher ist der Salzgehalt der Elbe dort auch etwas höher. Und in bestimmten Zeiten des Jahres, wahrscheinlich hat es wohl irgendwas mit dem Laichen zu tun, möchten die Wollandkrabben einen höheren Salzgehalt haben. Also wandern sie erstmal in der Elbe ein Stückchen hoch. Das Gezeitensperrwert Geesthacht steht ihnen aber im Weg. Und wenn den Krabben etwas im Weg steht, dann laufen sie einfach außenrum. Sie haben ja auch Beinchen und sie können, so wird vermutet, mindestens mehrere Tage außerhalb des Wassers ohne Probleme überleben. Das heißt, die Wollandkrabben laufen am Sperrwerk vorbei und dann die andere Seite wieder in die Elbe rein. Die große Wollandkrabbenwanderung. Manchmal erlebt man das auch, dass sie das Gewässersystem wechseln, dass sie zum Beispiel von einem Graben in einen See oder in einen Fluss wandern. Das ist also kein Phänomen, das man nur hier hat. Jetzt ist es schon seit Tagen so. Man sieht also, der Wollandkrabbenbestand ist riesig in der Elbe. Das müssten Millionen Krabben sein, die sich hier in Norddeutschland in der Elbe aufhalten. In China eine Delikatesse. Hier stehen sie eher noch nicht so auf dem Speiseplan. Für die Elbe ist es nicht so schön, dass sie hier sind. Das Problem ist, Wollandkrabben verdrängen andere Krebstiere, die hier normalerweise angesiedelt sind. Und Wollandkrabben sind absolute Allesfresser. Das heißt, sie fressen zum Beispiel auch Fischlaich. Und jetzt gerade um diese Zeit macht sich zum Beispiel des Anglers Lieblingsfisch, der Zander hier, der Edelfisch in der Elbe, gerade so ans Laichgeschäft ran. Und wenn dann so eine Wollandkrabbenarmee durch die Laichgründe zieht, dann kann das passieren, dass teilweise ja, viele Laichnester einfach ausgerottet werden. Aber die Krabbe hat auch natürliche Feinde, alle Raubtiere in der Elbe, Raubvögel und teilweise auch der Mensch ist ja auch teilweise ein Fressfeind der Krabbe. Aber bisher kann sie sich hier sehr gut ausbreiten. Wir Angler sind nicht so happy darüber und generell gilt sie auch als invasive Art und eher ein ja, nicht so gern gesehenes Tier hier bei uns in der Elbe.